Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabotin und heute gucken wir uns wieder die Handraps im Format Juni 2021 an und da werden ein paar interessante Sachen dabei sein, die wir in den letzten Monaten nicht so hatten. Viel Spaß damit! Und wir starten natürlich wie immer mit Ash Blossom and Joy Spring. Letzten Monat essentiell notwendig, diesmal nicht ganz so notwendig, aber Ash Blossom bleibt natürlich wie immer im Gusttier, denn sie ist immer applicable, sie hat immer Utilities, sie ist gegen Drytron. Okay, sie ist gegen Trabigate ganz schön stark. Die ist natürlich gegen Shadol und gegen Dinos halt immer noch ziemlich solide, deswegen hat sie auf jeden Fall den Platz da oben verdient. Aber das war's auch schon. Also viel mehr macht die da nicht, aber auf jeden Fall eine ziemlich gute Karte. Dann haben wir Belle, ziemlich gute Karte. Die ist gegen Dinos ziemlich gut, also gegen, vor allem gegen die Dinos-Grab-Variante ist sie ganz gut. Die stoppt die Revolte von Trabigate, was ziemlich insane ist. Stoppt Upcalon, also auch da extrem gute Applikationen. Gegen Dragonlink macht sie leider nicht ganz so viel. Auch da hat sie ein paar Applikationen, aber sie macht grundsätzlich nicht ganz so viel. Deswegen ist sie ganz gut, aber nicht unbedingt die beste Handrap. Dann haben wir Diesel gerade hier, Winter Cherries, situationsabhängig. Die macht leider nicht ganz so viel. Sorry an alle, die das halt gerne spielen möchten. Da gibt es halt zu wenig Targets für, weil es halt so viele Karten gibt, die man da einpacken kann, ganz extra Deck, dass die Karte nicht wirklich play sehen kann. Dann haben wir Diddy Crow. Ist eine ganz okay Karte, würde ich aber nicht unbedingt im Main Deck spielen. Dann haben wir Red Reboot. Situationsabhängig, aktuell wird nicht viel Traps gespielt. Ist also Delegated to Side Deck, macht also im Main Deck halt wirklich gar nichts. Tragödia, wie immer eine Tragödie. Genauso wie die Karte hier. Jetzt kommen wir zur ersten Karte, die necessary ist. Das ist Droll and Lockbird. Denn wir haben gesehen, Drytron, Dinos, Dragonlink. Selbst gegen Tribigate Zodiac ist das halt not bad und gegen Invoke logischerweise schon immer gut gewesen. Eine Karte, die essentiell notwendig ist. Ihr müsst wirklich drüber nachdenken, die in eurem Main Deck sogar zu spielen, weil es halt so krass viele Decks gibt, die die Karte wirklich gut nutzen können. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr die wirklich irgendwie im Main Deck habt oder so. Even Imaged, situationsabhängig, wird aktuell wieder ein bisschen besser, weil sie gegen Tribigate ganz gut ist. Werden wir noch ein bisschen beobachten in den nächsten Wochen und Monaten, aber auf jeden Fall keine schlechte Karte. Dann haben wir einmal Battle Fader. Was los? Wisst ihr auch, was komplett gar nicht mehr so ist? Dem Channel hier mal ein Abo da lassen für weitere Videos. Hey, unten, roter Button. Viel Spaß damit. Dann haben wir Gamma. Gamma kommt wieder zu gut, weil sie in manchen Decks wirklich Applikationen hat. Ihr könnt sie in Tribigate Zodiac spielen, da ist sie halt nicht schlecht. Ihr könnt sie immer noch in Dragonlink spielen, was ziemlich gut ist. Ihr könnt sie theoretisch sogar in Drytron spielen, aber das würde ich euch nicht empfehlen. Also wenn ihr Drytron spielt, nur wenn ihr Second gehen müsst. Dann könnt ihr sie überlegen zu spielen, aber wenn ihr First geht, oder besser nicht, weil wenn ihr den Driver einmal specialt, nicht so eine gute Idee. Haben wir No Material, leider komplett nutzlos, macht halt gar nichts. Haben wir Honest, nutzlos. Dann haben wir hier einmal Chaos Shifter, genau. Chaos Hunter heißt sie. Packe ich auch mal situationsabhängig, denn sie macht halt einiges, aber halt zu wenig und sie kostet auch extrem viel. Und sie ist wirklich nur gegen Dinos richtig gut, deswegen kommt sie situationsabhängig. Dann haben wir Infinite Impermanence. Kommt hier vor Diddy Crow, kommt wieder zu okay. Ist schon fast wieder bei gut. Also auf jeden Fall Impermanence consider den Maniac zu spielen. Denn die ist aktuell ziemlich, ziemlich gut. Dann kommen wir zu Artifact Lancia. Gegen Trabigate ist sie halt ein Auto-Win. Also die skippt auf jeden Fall den Turn. Considert die sogar im Maniac. Weil sie ist halt selbst gegen Dragonlink und gegen Dinos und gegen Shadow jetzt nicht scheiße. Deswegen auf jeden Fall mal consider den Maniac zu spielen. Skymaster ist eine ganz okay Karte, stoppt ein paar Effekte im Friedhof. Hier zum Beispiel auch da wieder gegen Dinos. Ihr seht, gegen Dinos ist ziemlich viel aktuell, ziemlich stark. Aber auch so Sachen wie die Tribigate-Karten sind damit auf jeden Fall aufhaltbar, muss man fairerweise sagen. Ist aber auf jeden Fall keine schlechte Karte. Dann kommen wir mit Moonlitz. Fangen wir auch mal zu okay, denn diese Effektnegierung und Summon hat aktuell wieder ein paar mehr Applikationen und deshalb ist die Karte halt legit nicht bad. Dann kommen wir zu Nibiru, die kommt so gut. Zodiac läuft da normalerweise rein, mit der halt verkackt zu spielen. Tribigate läuft da auch oft rein. Dragonlink läuft da immer rein, aber sie haben halt meistens so viel Ressourcen, dass es nicht so krass viel bringt. Drytron kann da auch einlaufen, wenn der Gegner schlecht spielt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und natürlich Dinos kann mit der Scrap-Combo da auch jetzt rein mittlerweile, deswegen kann auf jeden Fall handy sein. Haben wir Ghost Ogre, die ist ziemlich situationsabhängig. Ich würde es sogar fast als nutzlos bezeichnen, weil sie nicht viele Applikationen hat. Suravis sehe ich ganz genauso. Dann haben wir einmal den D-Shifter. Der kommt aber hier zu okay. Denn es gibt mittlerweile immer noch ein paar mehr Decks, die spielen können, wo die wirklich gut ist. Und diese Karte werden wir bald, wenn das neue Flanderies-Deck-Thema draußen ist,
wahrscheinlich auch weiter oben auf der Liste sehen. Nur so nebenbei. Dann Phantasme. Sorry, aber der ist aktuell einfach leider nicht gut. Typhoon, nutzlos. Vela kommt zu OK. Ja, die ist da ganz gut aufgehoben. Wobei, wenn ich es recht betrachte, würde ich gerne den Permanence nach oben schieben. Vela ganz nach vorne. Weil die nächste Karte, die jetzt kommt, ist wirklich auch nicht schlecht. Und das ist Contact Sea. Die ist halt gegen manche Decks extrem gut. Sei es jetzt Prankits, selbst gegen Tribrigate ist sie jetzt nicht schlecht. Sie kann Dragonlink halt ein bisschen nerven. Sie kann auch Dinos extrem nerven. Aber auch nur, wenn sie nicht Rival machen können. Also ein bisschen aufpassen auf jeden Fall. Keine schlechte Karte auf jeden Fall. Ja, das war meine Handwrap-Tierliste zum aktuellen Metaformat.